So. Ich mach mal hier weiter. Mach das. Lass dich nicht aufhalten. Juvi? Kommst du mal kurz her? Nein. Verdammt, der lässt sich wirklich nicht aufhalten. Nein. Das war aber auch zu ersichtlich, was ja. Der Ballas wollte. Das stimmt, das stimmt. Es tut mir leid. Ich arbeite an meinen Ablenkungsstrategien. Guck mal, da hinten eine Ablenkung. Was? Wo? Da war ja gar nichts. Noch eine Ablenkung. Mache ich das wirklich so hier? Weiß ich nicht. So war das geplant, deswegen alles klar. So, und hier kann das Wasser reinlaufen, genau. Ach, perfekt! Jetzt ergibt alles einen Sinn. Ja? Ja. Sagst du. Ja. Glaubt ihr nicht? Ich glaub's auch nicht, aber hey. Glaubt es einfach. Trotzdem, ist mir egal, was du denkst. Der Kreis schließt sich. Zum letzten Mal. Bam, so. Stöcke, Zäune. La. So. Gehen. So. Raum 2 ist schon mal fertig, also zumindest. Aber theoretisch. Raum 2. Okay. Nun, wir haben diese Scheiße hier. Wenn ich mache eine Scheiße wie. Hab ich denn den Boden da drüben gemacht? Auch als Kabel einfach? Ja. Das sollte sich wachsen. Gut. Komisch. Juri, hast du tolle Kochrezepte im Kopf? Kochrezepte? Nö, warum? Weiß ich nicht, einfach so. Sollte ich? Wir geben unseren Zuschauern jetzt Kochtipps. Gib den Kochtipp. Kochtipps mit Juri und Ballas. Das wäre doch mal was. Dazu koche ich leider zu selten, tut mir leid. Also, man nehme eine Pizza, tu sie in den Ofen, fertig. Also, nicht sofort, dauert ein bisschen. Packe sie goldgelb oder kohlenrabenschwarz, wenn man da drauf steht. Es gibt auch Leute, die essen ihr Zeug so, warum auch immer. Und hauen sie rein. Lassen sie sich schmecken. Schade, das funktioniert so nicht, aber dann baue ich noch ein bisschen um. Tatsächlich ist es bei mir einfach so, seitdem ich alleine lebe, koche ich einfach so selten. Also, das macht schon viel aus irgendwie. Man ernährt sich alleine irgendwie ganz anders, als wenn man noch irgendwie bei der Familie wohnt oder was weiß ich, mit der Freundin zusammenlebt und was man alles so tun kann. Ich würde es jetzt nicht Freundin nennen, ich würde es Lebensabschnittsgefährtin nennen. Ich finde das ist nämlich verdammt cool, einfach sozusagen. Nicht, dass es meine Freundin, sondern meine Lebensabschnittsgefährtin. Okay. Und wenn du Spaß dran hast, kannst du es auch so nennen. Der ist ja ein Baum auf Stein gewachsen. Wie geht das denn? Weiß ich nicht. Oder hat der Juwi da einfach einen Baum gepflanzt und dann einfach den Stein drunter gesetzt? Das glaube ich nicht. Das mache ich wiederum nicht. Vielleicht war es früher mal Erde. Jetzt war es ein Stein. Versteinerte Erde! Ein Fall für Galileo Mystery. Ganz das klar. Ist doch so eine Idiotensendung, ey. Könnt ihr jetzt ja sagen, aber ja, eigentlich schon. Die war früher mal ganz gut. Galileo war früher relativ okay, aber muss man auch sagen, es war nie so der Hammer.
Also, mal ganz ehrlich. Weiß nicht, als Kind, Kind kann man sagen, fand ich das eigentlich mal ganz gut. Als Kind ist das auch nochmal eine andere Geschichte, ne? Als jetzt als dann, ich nenn's mal als denkender Mensch, wo man sich das bei einigen auch nicht so unterschreiben würde, bei einigen Leuten. Dass es denkende Menschen sind. Zum Beispiel bei mir würde ich es nicht unterschreiben. Ja, das würde ich auch nicht. Ich bin ja auch immer noch der Meinung, dass Menschen im Allgemeinen dumm sind, nur andere sind halt nochmal dümmer. Du zum Beispiel. Ich glaub nicht an Intelligenz von Leuten. Okay. Ja. Möchtest du das begründen? Das ist einfach so. Ich weiß nicht. Ich halt allgemein die Menschheit für scheiße. Zum Beispiel Yubi. Yubi ist so einer der größten Fails der Menschen. Nein, das ist gemein. Das ist wirklich gemein. Ich glaube, ich bis jetzt weinen kurz. Ja. Aber mega. Nur kurz. Weil doch, Pussy. Geh mal weg, Fackel. Geh mal weg, Fackel, ich muss in die Ecke weinen. Geh mal weg, Fackel, ich muss hier flamen. Oh, der war mir auch. Und das ist eine Schublade. Ja. Wie gesagt, ne? Einige sind dümmer als andere. So. Noch mal ein paar Stöckchen machen. Jubi. Stöckchen. Ja. Stöckchen. Ja. So, das war's mit Jubi. Der ist jetzt erstmal weg. Der ist Stöckchen. Der ist jetzt von Bremen auf dem Weg nach München. Wo ist das Stöckchen? Stöckchen? Das hört man gleich Jubi aus meinem Mikro. Hallo, habt ihr das Stöckchen gesehen? Psst, verratet ihr nicht, dass ich gar nichts geworfen hab. Das wäre mir lustig, wenn das so wäre. Ach ja, manchmal würde ich mich gerne teleportieren können. Ey Mann, das wäre voll unpraktisch. Das wäre voll schön, da müsste man nicht mehr mit der Bahn fahren. Oh ja, das wäre wirklich voll schön. Da freue ich mich auch schon wieder drauf, wenn ich Dienstag nach Berlin fahre. Oh Mann. Berlin. Juvi fährt nach Berlin. Ja. Was machst du in Berlin? Shoppen. Nein, ja, keine Ahnung. Einfach ein bisschen. Ein Kurztrip. Kurztrip. Yeah. Juvi hat's voll drauf. Mal gucken, ob einer guckt da. Ob einer was? Guckt? Ja, mal gucken, ob einer guckt. Nee, ich war einfach schon 1000 Jahre nicht mehr in Berlin und vielleicht steht die Mauer ja wieder seitdem und ich hab's gar nicht mitbekommen. Aber dann kannst du deine epischen Jump-Run-Skills benutzen, um über die Mauer zu kommen. Ja, genau. Der Mauerspringer. Der Mauerhüpfer. Der Mauerhüpfer. Herr Gott, sag grad dir noch einmal. Der Mauerhüpfer ist da. Schön. Ah, so ist das, gell? Gell, Bursche? Hab's du gar nicht. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Und hier auch noch ein bisschen ausgraben. Ich mag Jurassic Park. Ich Züge. Jubi mag Züge. Ich mag Züge. Trollsimbombs. Ja, mein Junge, das tust du. Ja, mal gucken, zum Glück fahre ich dann nach Berlin auch echt nur 3 Stunden. Das geht dann irgendwie noch. Längere Zugfahrten müssen nicht sein, ne? Nee, länger als 3 Stunden möchte ich auch niemals im Zug sitzen, aber ich glaube, ich werde da mal nicht drum rumkommen. Ja. Blöderweise. So ist das. Denkt immer dran, Leute, wenn ihr Zugfahren vermeiden könnt, macht das. Ja, wenn das. Also ich finde halt auch gerade die Preise so abgefahren. Die errechnen sich eh aus, hoher Preis plus Märchensteuer und plus sehr wenig Kundenservice. Was für ein Kundenservice? Der hoch angerechnet werden muss, weil das bisschen, was da ist, ist dann viel mehr wert, letztendlich. Wir haben ja noch das Bistro, das Bordbistro mit drin, praktisch, ne? Stimmt, allerdings musst du auch nochmal total überzogene Preise für halbwarmes Essen zahlen. Also behaupte ich mal, keine Ahnung, ich habe eigentlich noch nie so ein Ding gegessen. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich nur Sandwiches gibt oder sowas. Ich glaube, die haben sogar warme Gerichte. Ich weiß es nicht, aber ich würde auch niemals auf die Idee kommen, da irgendwie was zu essen.
Ich auch nicht. Aber irgendwie müssen sie an jeder Endstation müssen sie da alles komplett auffüllen wieder, ne? Weil anscheinend irgendwer doch was gekauft hat, angeblich. Ich habe die alles selber gegessen. Nee, das ist dann bloß schlecht. Das ist nach 3 Stunden Fahrt einfach so im Eimer das Zeug. Das muss dann nochmal wieder ausgetauscht werden. Ah. Ja, bei uns auf dem Sortiment steht Gulaschsuppe, ne? Die gibt's halt die ganze Fahrt über, die köchelt da vor sich hin. Irgendwann ist es Gulaschsuppenkonzentrat. Das wird dann wieder verwendet fürs nächste Mal. Weil die ganze Gulaschsuppe, also die ganze Suppe verkocht ist und es ist nur Gulaschfleisch übrig oder so. Und ne? Instant Gulaschsuppe, Wasser drüber. Maggi Instant Wasser drüber und fertig. Genau, Maggi Instant Wasser. Gibt's in 2 Formen, kalt und warm. Kaltes Wasser drüber gießen, sie haben Wasser. Warmes Wasser drüber gießen, sie haben warmes Wasser. Yay, das ist ja fantastisch. Die Innovation. Ich baue Scheiße. Oh Mann. Ich seh's schon. Aber das, Yubi, kannst nichts dafür, du bist nun mal auch Scheiße. Ja. Wenn du mit Scheiße baust. So, ich weiß aber gerade nicht, was ich hier noch bauen soll. Also, ich finde den Mineneingang eigentlich so schon halbwegs okay. Oh, dann lass uns doch erstmal so. Wie das bei uns so ist, fällt uns dann später wieder was ein. Was ist das denn hier für ein Gang? Hm? Das hier. Also, ich finde das hier, den Eingangsbereich finde ich ziemlich cool hier, das Ding. Das wird ein Haupt. Also, das hier ist ja der Hauptgang. Und dann soll hier jetzt nachher so der kleinere Gang in Richtung Kajüten der Minenarbeiter führen. Oh, hey, englischer Server. Das ist so der Plan. Okay. Kajüten ist eigentlich falsch, weil das ist, glaube ich, Schifffahrt, oder? Ja. Aber egal, du weißt, was gemeint egal. Ist. Ja, ja, der Smoothie weiß Bescheid. Captain. Wir werden von einer Supernova angegriffen. Hatte ich in Steam angeschrieben. Leute, lasst mich doch mal in Ruhe. Ich weiß schon, wer mich hier die ganze Zeit anschreibt. Das ist ganz genau Midi. Midi. Wie lange spielen wir da eigentlich? Stunde, glaube ich, ne? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich glaube, ich habe schon halbwegs drauf geguckt, glaube ich. Weil ehrlich gesagt habe ich heute nicht so Lust, das merkt man vielleicht auch ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, kann man vielleicht dann auch. Ich mach mal noch eine Stunde weiter oder so. Bitte was? Mach mal noch eine Stunde weiter, ja, das läuft. Ich weiß nämlich gerade auch nicht, was ich bauen soll noch hier, weil irgendwie bin ich gerade, was den Eingangsbereich angeht, unkreativ. Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch hier mal eine kreative Pause, denken einfach mal drüber nach und entweder nehmen wir gleich weiter auf, weil wir weiter Lust drauf haben, oder wir gucken einfach beim nächsten Mal weiter. Die verfickte Mine ist ein Labyrinth, Alter. Das sieht irgendwie lustig aus. Guck mal hoch und spring mal immer. Also ganz gerade hoch gucken und dann spring mal immer. Ich spring gerade aus der Mine raus. Hüpf. Ich fahr gerade unten in der Mine. Das sieht strange aus. Warum? Also musst du im Regen machen, draußen. Im Regen, ja. Dann muss ich erstmal nach draußen kommen. Aber es hat heute nicht so viel geregnet. Das stimmt. Eigentlich schon mal ganz gut. Einfach genau hochgucken und dann immer hochspringen. Yay. Yeah. Du bist strange aus. Ich kann den Regen verlangsamen. Und das sieht doch viel lustiger aus. Beobachtest du mich gerade beim Ja, sieht so dumm aus. Das hat so ein bisschen was zum Star Wars hier, weißt du, so. Oh, gehen Sie auf Warp 3. So, Ballas, dann lass uns doch mal hier für heute Schlüssel machen. Okay, das machen wir in Warp 3. Moment. Yubi teleportiert sich weg. Tschüss. Ciao. Jetzt stimmt.